Hallo Borgheide, hallo Welt, willkommen bei Borgheide News TV am Montag. Ich habe schon wieder einen vollen Skript, muss mich schon wieder beeilen, dass hier alles schnell durchläuft, damit es nicht zu lang wird. Fangen wir gleich mal an mit den Quirlis. Dort gab es heute um 9.30 Uhr ein Generationskochen. 9.30 Uhr wurden alle eingeladen, mit den kleinen Quirlis gemeinsam zu kochen. Großeltern, Eltern und Senioren der Gemeinde waren dazu eingeladen oder waren der Einladung auch gefolgt. Es gab Kartoffelauflauf, Gemüseschnippeln, Kartoffeln, Möhren, Kohlrabi, Porree, Sellerie wurden geschält und geschnitten. Und das waren die Zutaten für den Gemüseeintopf. Für den Auflauf wurden die Kartoffeln in Scheiben geschnitten. Es wurden noch Tomaten, Zucchini dazugegeben und dann wurde die Auflaufform in den Ofen geschoben und der Eintopf und der Auflauf wurden gegart. Was gehört zusammen? Holz, Obst, Gemüse wurden zusammengesetzt, dann wieder auseinandergeschnitten. In der Zwischenzeit haben die Kinder verschiedene Bildkarten benannt und entschieden, ob es sich dabei um Obst oder Gemüse handelt. Was kann man denn alles aus Äpfeln machen? Apfelmus, Apfelsaft, Gelee, Apfelwein, Apfelkuchen, Apfelkompott, Bratapfel und kandierter Apfel. Dann haben wir gemeinsam noch Sport gemacht, dann auch Bewegung, denn auch Bewegung gehört zum Gesund und Fit bleiben mit dazu. Nun war das Essen auch schon fertig. Wir mussten nur noch pusten und ließen es uns dann gemeinsam schmecken. Gemüseeintopf, Kartoffel, Zucchini, Auflauf, Bruschetta und Brokkolisalat standen nun essbereit auf dem Tisch. Es hat allen Spaß gemacht. Es grüßen die Quirlis mit Sandra und Ines. Ja, hoffe, es hat geschmeckt. Weiter geht's mit der Gesundheitswoche. Es war natürlich am Samstag hier, ging so richtig los mit dem Sport- und Familiensamstag. Es gab einen Spendenlaufsportabzeichen, Talenteshow, Blutspende. Dort kamen 50 Blutkonserven zusammen, natürlich aus Borgheide und Borgwalde zusammen. 42 Borgheider und Borgwalder haben sich an dieser Spende beteiligt. Wir haben natürlich Foto und Video, wie ihr das hier mit sehen könnt. Unter anderem kann man sehen, dass es, kann man die Ballettgruppe von Lostanzen sehen, Akkordeonspielerin von der Musikschule Fröhlich, Zauberer gab es, Sänger gab es und vieles mehr. Ein paar Bildschnipsel und natürlich bei den ausgezeichneten, also bei den Urkundenempfängern mit dabei. So, am kommenden Mittwoch bereitet die 5. Klasse der Hans-Grade-Grundschule wieder ein Frühstück für Senioren vor. Das machen unsere Fünftklässler immer super lecker. Nun ist es so, dass sich noch zu wenige Senioren angemeldet haben. Also, wer da noch Lust und Zeit hat, darf sich in der Schule unter der Nummer 033-845-40308 anmelden. Das Frühstück findet um 10 Uhr am Mittwoch im Hortgebäude statt. So, dann haben wir natürlich auch noch ganz, ganz andere Neuigkeiten, und zwar B2B Racing. Ja, was immer das ist, B2B Racing. Der Name steht für Borgheide to Banjul. Was ist das? Das ist die Dresden-Dakar-Banjul-Challenge. Ist eine Rallye, die in Dresden startet und in Gambias Hauptstadt Banjul endet. Über 7000 Kilometer quer durch 7 Länder. Der Verein Breitengrad e.V. organisiert die Challenge seit 2006. Gestartet wird jeweils im Februar, März und Oktober, November. Nach 19 Tagen wird das Ziel Banjul erreicht. Die Anlehnung an die berühmte Rallye Dakar ist nicht ganz zufällig, doch es gibt gravierende Unterschiede. Ein wesentlicher besteht darin, dass es eine Rallye für jedermann, eine Low-Budget-Veranstaltung ist. Die Startgebühren sind moderat. Die Anforderungen an die Fahrzeuge werden bewusst niedrig gehalten. Streckenführung ist zwar anspruchsvoll, aber doch so, dass sie von jedem guten Autofahrer, sofern er ein Minimum an Abenteuerlust verfügt, bewältigt werden kann. Ein weiterer gravierender Unterschied zur Profi-Veranstaltung ist, dass die Autos am Ziel für einen karitativen Zweck versteigert werden. Die Versteigerung organisiert zu diesem Zweck die gegründete Dresden-Banjul-Organisation. Die Erlöse kommen verschiedenen gambischen Hilfsorganisationen sowie bedürftigen Schulen, Krankenhäusern und anderen Hilfsprojekten zugute. Starten tut diese Veranstaltung am 9.11.2018 mit der Startveranstaltung und dem Prolog in Dresden. Und was hat es jetzt mit Borgheide zu tun? Ganz einfach. Marcel Mika geht mit diesem Auto hier, was ihr hier seht, und seinem Team an den Start. Er baut dieses Fahrzeug so um, dass es tauglich, dass es wüstentauglich ist für Gambia und dergleichen mehr und fährt natürlich selbst mit. Es werden noch Sponsoren gesucht. Wer immer möchte, kann sich bei FTM Service Altborg melden.
Ich finde es ganz cool. Wir werden darüber berichten und der Marcel gibt uns die Infos natürlich von unterwegs mit dazu. So, dann nochmal zum Sport. Auszeichnung Sterne des Sports in Silber für den BSV 90 e.V. So steht es auf der Website des BSV 90. So stand es in der Zeitung. Es gab eine Förderung engagierter Sportvereine, also die Volksbanken, Raiffeisenbanken, vergeben die Auszeichnung Sterne des Sports zusammen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund DOSB an Sportvereine, die sich in besonderem Maße gesellschaftlich engagieren. Wettbewerb geht über drei Stufen. Normalerweise Kreisebene ist die Bronzeebene, die Landesebene ist Silber und die große, also die deutschlandweite, ist die Goldebene. Und der Sportverein BSV 90 hat den Stern des Sports in Silber auf der Bronzestufe gewonnen. Es gab dazu ein Preisgeld von 500 €. Herzlichen Glückwunsch an den BSV 90. Dann gab es natürlich noch weitere Auszeichnungen beim BSV 90, zum Beispiel die Verleihung der Ehrennadel des LSB an Uta Goldke und John-Peter Dostal. Während der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen des Wirbelsäulenvereins Borkheide e.V. wurde Frau Uta Goldke und Herr John-Peter Dostal durch Herrn Thomas Bottke, Geschäftsführer des KSB, mit der Ehrennadel des LSB in Bronze für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Übungsleiter ausgezeichnet. Beide Übungsleiter sind im BSV wie auch im WS-Verein aktiv und fordern und motivieren dort die Sportlerinnen, Sportler und Sportlerinnen. Sie besuchen regelmäßig Weiterbildungen, um die Lizenz als Übungsleiter zu behalten. Durch diese qualifizierten Trainer hat der Wirbelsäulenverein einen sehr guten Ruf und es gibt immer wieder Interessenten, sodass wir 2018 eine Mitgliedszahl von 88 Personen, darunter 13 Herren, haben. Nicht schlecht, oder? So, jetzt noch schnell zum Wetter. Matze, was hast du uns zu berichten? Hallo Borgheide, hallo Welt. Hier ist Matze und hier ist der. Was muss ich sagen, wer ich Ja, bin? klar, sag doch mal. Das Ich wissen die habe doch doch keine alle. Ahnung. Also, ich bin jetzt zwar als Mensch geschminkt, aber die Welt kennt mich als Herrn Blüterich, einen besonders gut aussehenden Faun aus dem Elfenwald. Ich habe aber gerade meine Hörnchen ein bisschen übertüncht, aber und trotzdem die sehe ich meisten oder unglaublich gut aus. viele aus Borkheide kennen die natürlich auch schon Na von seinem klar. Auftritt 2015 im Waldbad. Ja, selbstverständlich. Da war ja auch dann der große Gidolfo mit. Ne? Ja, der hat ja auch alles weggezaubert, was noch nicht niet- und nagelfest war. Ja, ehrlich? Ich weiß es nicht. Übrigens, falls ich etwas komisch aussehe, es war ein langes Wochenende. Ja, also ihr könnt mal den Matze anschauen. Der war Ja. jetzt gerade Oh, 3 Tage am Stück bei uns im Ist so hell. Drachenbein aktiv. Drachenbein, das ist. Musste auch Oh. natürlich als Räuber agieren und er war also als Drachenbein absolut Beim großartig. dritten Mal, sag die Wahrheit. Ja, und als Räuber ging es auch. Ja, als Räuber ging es dann irgendwie. Wichtig ist überhaupt, dass es Spaß gemacht hat. Aber übrigens hat der Guido, der hat ja nämlich Elfen und Staub und den ganzen Gedöns, Aber der hat hallo. nämlich für nächste Woche den Sommer nochmal zurückgezaubert und zwar auf den Mittwoch. Ja, also es ging um den Mittwoch. Speziell waren 27 Grad gewünscht. Ich habe den Fidibus. Ach, kennst du den Fidibus? Nee. Der Fidibus ist ja. Von wo nach wo fährt der? Nee, der Fidibus, das ist ein Glühwürmchen aus dem Elfenwald. Ach so. Und das ist praktisch meine direkte Verbindung zur Wetterhexe. Man muss ihn losschicken, ihm Bescheid sagen lassen. Er hätte fast nicht gekonnt, weil Fidibus als Glühwürmchen hat einen Burnout. Aber, schlechteste Glühwürmchenkrankheit schlechthin. Aber Fidibus, ich darf mal zeigen. Also Fidibus ist genau hier. Ja? Und wir haben den Fidibus also konditioniert auf Hitze. Dazu musste man ihm den Matze direkt in den Kopf einpflanzen, Au! konnte ihn dann aus Ja! seiner Nase wieder rausholen. Aus der Nase ging es okay. Aber mach das Durch nicht, meine mach das Wangen. nicht, mach das. Nein! Und, Nein, das wollen wir nicht sehen! So, und Fidibus hat das tatsächlich fertiggebracht. Halt 27 Grad für den Mittwoch in Borkheide im Bad Bla, bla, bla. Ja, genau. Zu organisieren bei der Wetterhex. Ich lasse ihn jetzt mal frei, er wird langsam heiß in meiner Hand. Tschüss, Fidibus. Und ja, keine Ahnung, wo der jetzt hin ist, vermutlich. Ich glaube, der hat den letzten Weg nicht ganz vertragen. Das kann schon sein, aber da draußen ist eine hervorragende Bar. Wir sitzen hier nämlich im Künstler-Backstage beim Festival Media Wahl in Selb.
und wurden hier also hervorragend versorgt. Ja, man sieht gar nichts, grüne Wand. Ne? Also das hier ist unsere persönliche Kabine, die der Fangdorn-Atzen. Und also ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Die Fußreflexzonenmassage war eventuell ein bisschen schwach, aber bei dir war es okay, oder? Egal. So, deswegen, es könnte die Woche noch ein bisschen regnen, vermutlich 90% Regenwahrscheinlichkeit auf den Dienstag. Vielleicht kriegen wir endlich in Borkheide mal ein bisschen Wasser. Wir drücken die Daumen von hier aus. Naja, nee, also man muss das folgendermaßen machen, je nachdem, was man sich wünscht. Es gibt ja verschiedene Formate auf Mobiltelefonen, habe ich gehört. Also wir machen das beim Fangdorn immer so, wenn wir gutes Wetter haben wollen, jeder bringt sein Handy mit, ob Sony oder Samsung oder iPhone und so, und dann nehmen wir jeder unsere Wetter-App und da, wo das Wetter am allerbesten ist, dann machen wir einfach einen Screenshot und der ist dann das Wetter, was wir uns wünschen und erwarten. Ich würde das euch auch in Borkheide empfehlen, funktioniert 100%. Ich glaube, der Lutz meckert gleich, wenn unser Video zu lang wird. Das ist mir scheißegal, also, Lutz. Ja, also der schneidet uns auch weg. Und nicht von uns. Nein. Das will keiner sehen. So, wir gehen jetzt nochmal vorne an die Bühne. Da spielt gleich Schandmaul, da freuen wir uns drauf. Ja, Fiddler Screen waren gerade dran. Genau, auch Naseweiß Metstand, den ich öfters mal im Wetter hier erwähne. Auch da gehen wir wieder hin und lassen es uns weiter alleine gut gehen. Ja, weil man kann auch ohne Alkohol glücklich sein, aber sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Guido, es war mir ein inneres Pudding kochen hier mit dir am Wochenende die Zeit zu verbringen und deswegen sagen wir Tschüss aus Selb, Tschüss aus Franken. Schön, dass wir da waren. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Matze ist nicht nur unter die Räuber gegangen, sondern auch noch unter die Wahrsager. Er hat uns einen ziemlich langen Film geliefert. Aber es ist ja so, es ist nicht nur in Borkheide was los, sondern auch außerhalb. Da können wir uns das schon mal antun. So, warten wir mal drauf. Es hat noch immer nicht geregnet. Ich hoffe, es passiert was. Sollte ich irgendwas vergessen haben an diesem Montag, seht's mir nach. Wir haben tatsächlich wieder so viele Infos. Hier ist eben immer was los. Das soll's gewesen sein. Hier von Borkheide, wie am Montag von Borkheide News TV, wie immer, euer Lutze und tschüss!